Crow ist back und cooler denn je. Mit Fall auf beendet er seine Kreativpause und setzt neue Maßstäbe. Grund, euch 11 Fakten über den Rap-Superstar zu präsentieren, die euch zum Staunen bringen. Nummer 11. Sagt euch Lyric was? Zwischen 2006 und 2008 hieß Crow nämlich noch genau so. Auf YouTube findet man noch ein paar super alte Tracks aus der Zeit, bevor er berühmt war, wie dieses Schmankerl. Meine Lines kommen chillig und perfekt, ohne sich groß anzustrengen, deshalb sind sie auch so fett. Nummer 10. Der Maskenrapper hat einen sehr eigenartigen Weg, seine Apps in seinem Handy zu ordnen. So, guck mal, ich habe aber die Apps farblich sortiert. Also hier ist alles, was man braucht. Aber hier ist, siehst du, blau, diese Rotecke, weiß-grün. Und es ist eigentlich ganz praktisch, weil ich weiß ja ungefähr, was für eine Farbe hat die und die App. Seitdem ich das gemacht habe, bin ich so schnell im Apps finden. Normalerweise ist es ein Chaos und Ordner bringen nichts und schau, Farben. Das ganze Leben sollte nach Farben sortiert sein. Ob er so auch seinen Kühlschrank sortiert? Nummer 9. Seine Eltern wollten, dass Crow was Ordentliches lernt, also machte er eine Ausbildung zum Mediengestalter. Kurz darauf verdient er seine Kohle als Cartoonist und Grafiker bei der Stuttgarter Zeitung. Nummer 8. Und weil er keinen Ärger auf der Arbeit wollte, versteckte der Rap-Newcomer sein Gesicht hinter einer abgeschnittenen Panda-Maske. Schon ab dem ersten Auftritt. Sein Hit Easy hat dann natürlich alles geändert. Wer sich die Maske übrigens noch basteln will, bestellt einfach die Panda-Maske aus dem Film Kung Fu Panda. Jetzt nur noch abschneiden, kleben und ein Gummi drum. Fertig. Nummer 7. Die Maske hatte schon viele Farben und Formen. Bis jetzt steht ja der Plan, dass ich mein Gesicht nicht zeige. Vor kurzem erst veröffentlichte der heute 30-Jährige ein Video, mit dem er die Panda-Maske beerdigt. Aktuell fasziniert uns die neue Horrormaske. Wisst ihr vielleicht, was Crow zu seiner neuen Maske inspiriert hat? Sagt es uns in den Kommentaren und drückt den Daumen nach oben, wenn euch das Video hier gefällt. Nummer 6. Seit 2018 verbringt der Rapper gerne viel Zeit auf der indonesischen Insel Bali. Dort sieht es aber auch traumhaft aus. Hier lässt er es sich im eigenen Pool gut gehen, baut Beats im hauseigenen Studio oder wirft ein paar Körbe auf dem Basketballplatz, der auf dem Dach ist. Seit der Corona-Pandemie hat Carlo, so heißt Crow übrigens im Real Life, es sich mit ein paar Freunden dort gemütlich gemacht. Und wir haben uns irgendwie erstmal entschieden, hier zu bleiben. Wir waschen uns die Hände und den ganzen Tag und machen diesen ganzen Philippans natürlich, was wichtig ist. Ja, Mann, in dem Sinne, nicht den Kopf hängen lassen. Es wird alles gut. Nummer 5. Wusstet ihr, dass Crow sich für die Umwelt einsetzt? Ist so, denn er sammelt Müll von der Straße auf und animiert andere, aktiv zu werden. Auf Bali organisiert er sogar eine Müllsammelaktion, in der er den Bewohnern Geld für jeden eingesammelten Müllsack bietet. Nummer 4. Auf Bali hat sich der Rapper 2 Hunde zugelegt. Sind die nicht süß? Packen überall hin. Nummer 3. Ba-da-ba-da-ba, ich liebe es. Crow hat mal Werbung für McDonald's gemacht. Hallo, ich bin Nicole Clyde. Hallo, ich bin der Rap. Genau wie Heidi Klum oder Joko. Baby, Baby, mach dir nie mehr Sorgen. Mit unserer Lena hat Crow auch schon gedreht. Wofür? Antwort, einen geilen Spot für einen Radiosender. Nummer 2. Normal haben Superstars für jeden Handgriff Personal. Crow macht aber vieles selbst. Ich bin nämlich viel mehr als ein Rapper. Ich bin Rapper, ich baue den Beat, ich mache das Cover dazu, ich fotografiere mich selber bei dem Cover, ich schneide mein Video. Also ich bin kein Rapper, ich bin alles. Der Supermann unter den Rappern also. Nummer 1. Crow ist ein kreatives Multitalent. Er kann nähen, Möbel bauen und malt mega professionell. Zweites Ölgemälde. Es gab Hochs, es gab Tiefs. Gerade Linien ziehen bockt überhaupt nicht.
Seine Gemälde sind erschreckend kreativ und schön zugleich. Für Mercedes-Benz hat er sogar mal einen Wagen bemalt, der jetzt in Stuttgart im Museum steht. Cooler Typ. Kennt ihr noch weitere Fakten über Crow, die jeder wissen muss? Dann schreibt sie uns unten in die Kommentare. Wenn ihr der Meinung seid, dass wir cool sind, dann lasst uns ein Abo da und drückt die Glocke, damit wir euch immer mit den littesten Videos versorgen können. Danke!